Aufnahme läuft. Oh ja, Aufnahme, ja. Ja, warte mal. Nein, du bist jetzt nicht in der Aufnahme. Das hier ist die Aufnahme, mein Lieber. Nee. Das hier ist die Aufnahme. Ich dachte, ich wäre in der Aufnahme. Nee, das ist die Aufnahme. Ach so. Willkommen zum heutigen Dienstag. Ja, hallo, Audrey. Ich habe für heute noch keinen Dienstag, ne? Echt? Ja, und guck mal auf die Uhr. Ah, oh, dann mach mal ganz viel. Geht die Uhr eigentlich? Nee, die Uhr geht. Warte. Da. 17.15 Uhr, richtig? Richtig. Okay. Ja, was mache ich denn dann? Ja, mach irgendwas spontan, wie immer. Okay. Wie wär's mit ein bisschen Longboarden? Bisschen Longboarden, das wäre cool. Ja, ja. Das, hast du das von Simon geklaut oder ist das deins? Nee, meins. Echt? Ja, ja. Krass. Brandheiß. Warte, das lass es mal ausprobieren. So fährt man, ne? Machst du gerade Werbung? Ist da eine Marke drauf? Ja, ja. Warte, ich fahre mal so im Flur, ist besser. So. Nein! Ich tu mir nicht weh, pass auf! Oh mein Gott, Hilfe! Oha! Ich fahre! Man sieht einfach gar nicht, dass ich fahre. Oh mein Gott, Hilfe! Was ist das denn? Und ich fahre wieder zurück. Oh, das macht so Spaß hier. Richtig Spaß. Ja! Easy, wo bleibst du? Ja, das frage ich mich auch. Immer ist Easy zu spät, oder? Wir haben jetzt wie viel Uhr? Mittlerweile? 17.19 Uhr schon. 17.19 Uhr. Und Isi, wann wollten wir uns hier treffen? Um 17 Uhr. Punkt 17 Uhr. Ja, das super ist. Pünktlich. Ich war super pünktlich. Wie immer. Jedes Mal. Ist immer pünktlich. Ich schicke jetzt eine Sprachnachricht. So. Schauen wir mal hier. Hallo Isi, wo bleibst du? Here. Ja. Willst du gleich nochmal fahren oder soll ich das wieder rein? Ich will ja fahren. Du willst erst fahren, wenn Daisy da ist. Zeig mal, wie du fährst. Ich fahre einfach so. Du kannst noch kreuzen, ey. Hui, das ist aber cool. Und dann fahre ich wieder zurück, wenn es sein muss. Krasser Scheiß. Isi hat mir immer noch nicht geantwortet, wirklich. Nein, obwohl da stand, dass er online war, weißt du? Kennst du das bei WhatsApp, wenn er immer online ist und nicht antwortet? Ja, richtig schrecklich, die Leute, ne? Aber es gibt auch richtige Stalker, die sich nur daran aufgeilen, weil jemand online war und dann nicht zurückschreibt. Hallo! Na, was macht ihr hier Feines, Kinder? Wir haben Spaß. Der Papa ist da. Du bist ein paar Minuten zu spät, um mal genau nachzugucken. 23. Bist du. Ach ja, das ist einfach mal. 24. Ja, es ist 24, das sieht man hier. Okay, 24 ist nicht zu entschuldigen. 23, ja, 24. Was war das? Ich wollte dich schlagen, hab die Sonnenblende abgehauen. Verdient! Nein, gar nicht verdient. Hier, so, das so Ding. Bestraft. Hallo! Hi, Jens. Hi, Jens. Mann! Ja. Haben wir heute Donnerstag? Heute ist Donnerstag. Ah, das erklärt die Kamera. So, Isi, das war's mit der heutigen Aufnahme. Folge Y-Play. Ja, weißt du, warum ich dich überhaupt filme? Du wurdest ja ein bisschen überrascht hier, ne? Ich wurde sehr überrascht, ja. Das war so ein richtiger, ja, ich war überrascht. Mehr kann man das eigentlich meinst du auch nur, weil ich habe keine Ahnung, was ich zum heutigen Donnerstag machen soll. Ah, das kennst du ja, das Problem. Häufig. Das habe ich ja. Manchmal habe ich dann das. Dann film doch mein rotes Auge, guck mal. Okay. Da. Ist das cool? Da. Siehst du das? Da. Oha. Ja. Krass. Ich habe nämlich ein Faible für rote Augen. Mein rechtes Rot. Das ist aber nicht so ganz gesund, wenn du das immer machst, ne? Doch. Wenn ich was immer mache. Ja, das mit dem roten. So, also machst du doch immer meinst, so. Ich kann so das beeinflussen. Ja, so. Also ich kann das beeinflussen. So schafft man das bestimmt wirklich, wenn du das so machst. Irgendwann platzt. Rote Augen? Ja. Das seht ihr im nächsten Dienstag nächste Woche. Da zeigt euch der Dena, wie es aussieht, wenn man deine Augen zum Platzen bringt. Da will ich ja was vom Umzug zeigen. Das soll ich eigentlich auch schon diese Woche, aber da habe ich ja gar nichts gefilmt. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht zeigen. Bist du schon im Umzug drin? Bin da schon dabei, stecke aber noch nicht im Umzug drin. Da steckt eigentlich auch niemand drin. Steckt man drin im Umzug? Sagt man das so? Ich glaube nicht, aber ich finde, wenn du das sagst, dann hört sich das so an, als könnte man das sagen. Okay. Also ich finde es in Ordnung. Ja? Und ich denke, deine Zuschauer finden das auch okay. Okay. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Versuche ich mal in Zukunft hier ein bisschen was mehr zu filmen und dann vielleicht schon beim nächsten, vielleicht erst beim übernächsten Donnerstag. Ja. Gibt's dann was so vom Umzug, ja? Ich fände es gut, ich würde es mir auch angucken. Ich will ja auch sehen, was bei dem Umzug dann so abgeht, ne? Richtig. Hast du denn viel zu tun im Umzug? Eigentlich ja. Aber? Hab noch nicht so viel gemacht. Hab bisher eigentlich immer nur Möbel geschaut hier und da. Ah, ich sag mal so, kannst du nicht entscheiden. Like a Izzy. Richtig. Ah. Ja, oder man hat auch bei bei Instagram vor allem und bei Twitter gesehen, bei Facebook nicht so viel. Da ist ja immer hier so, hier wieder Möbel kaufen. Da haben die auf Twitter schon geschrieben, ja, wieso soll ich denn schon wieder Möbel kaufen? Ja, aber ich habe nie was gekauft.
Ich dachte, das war so. Die war bestimmt schon viermal oder so. Ich habe gesehen, du willst hier einen höhenverstellbaren Tisch kaufen. Nein, ja, den haben wir uns schon gekauft. Den hast du schon? Ja, also Simon hat ja auch sich sowas geholt. Also den gleichen? Der wird zugesendet noch, aber wir haben den nach euren Tipps, weil ich hatte ja auf dem Dänas Welt, auf dem Handy 2 Kanal gefragt, ne, im legendären Video Frau Hitler und der verrückte Schreibtisch. Ich hab's gesehen. Sehr gutes Video. Da hat er gefragt. Ein bisschen peinlich im Möbelhaus da. War mir durchaus, ja. Hier gerade auch. Also vor dem Gronkh hier, der sitzt da vorne bei Y-Play. Ja gut, den kennt man ja mittlerweile, ne? Ja, schämt man sich schon so, wenn man so einen Vlog hier aufnimmt. Vom Gronkh? Ja, ja. Und vom Halotri auch. Der Halotri, ne? Vom Halotri. Der Halotri kann nicht sprechen, der kann nur so Memes machen. Ja, und Ich bin jetzt richtig nervös. Bin ich jetzt in der Aufnahme drin? Ja. Bin ich jetzt in Dänas da? Ja. Oh ja. Oh, auf jeden Fall, was soll ich denn da sagen? Da hatte ich euch ja gefragt, hier, habt ihr Tipps so, wo man so einen Schreibtisch holen kann? Weil da haben wir so gesagt, hey, wir wollen dies, das. Und da hast du einen heißen Tipp bekommen. Und da habe ich einen heißen Tipp bekommen und sogar mehrere. Und bei einem davon, da war so lange Lieferzeit. Heiß. Der war auch geil, aber war lange Lieferzeit so. Und dann haben wir halt noch einen anderen Tipp und da haben wir jetzt beide bestellt. Also Simon und ich haben uns beide denselben geholt. Also ihr habt denselben? Korrekt. Der wird jetzt noch geliefert. Habe ich das richtig verstanden? Genau, der wird geliefert dann noch und der kommt dann an. Das ist so das Einzige, was ich bisher habe, außer die Sachen aus meiner alten Wohnung. Wird der dann in die neue Wohnung geliefert oder in die alte? Ich hoffe ja in die neue. Bin auch überzeugt davon, dass es so wird. Ich hoffe. Hast du noch keine Adresse angegeben? Hast doch, gesagt, ja, da kommt hier, die neue. Ich bin der Däner. Ich habe gesagt YouTube-Haus, dann wissen die das. Ah ja, klar. Das sieht man auch von außen. Also so, das ist halt so großes ein Gebäude. Logo? Genau, das ist halt so. Das ganze Haus ist so gebaut wie ein YouTube-Logo und wir wohnen halt da drin. Das also ich wohne so in so ein Y so ganz oben so. Im Y? Ja, das von YouTube, das Y. Das ist oben? Ist das nicht links? Ja, aber halt auch das höchste von allem, oder nicht? Ah, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Das ist quasi dann schon fast eine Stadt. Du wohnst im J oben? Ja, ist Stadtrot. Das ist das Microfluence-Gerät. Und das Y ja. ist Stadtrot? Ja, haben wir halt so bauen lassen. Ah, ne, das U am Anfang von YouTube ist auch rot, ne? Na, das kommt drauf an. Manchmal so, manchmal so. Oder ist das Tube rot? Boah, das weiß ich euch auch nicht. Dann weiß man das ganz genau, aber... Das Tube, ne? Okay, wenn ihr das sagt. Und du wohnst im Y? Ja, ja. Nicht in Stadtrot? Stell dir vor, das ist wie bei Y-Play da. Ist so, oh, das ist aber alles spiegelverkehrt. Aber vielleicht in der Aufnahme, nicht nur für uns gerade da. Dann, ja. dann ist da, da. Aber dann wohnst du nicht in der Stadtrot. Ha? Stimmt. Oh, oh. Verrätst du Stadtrot? Ich weiß nicht. Bist du ein Verräter? Ist den ein Verräter? Schreib es in die Kommentare. Oh Gott, ich weiß es ja nicht. Warte, jetzt wird es uns entgegengehalten. Ja, das Tube ist rot. Aber es gibt auch Versionen. Du meintest das YouTube-Logo, wo das U oben steht und das Tube drunter, quasi dieses Icon. Nee, ich weiß nicht, welches ich meine. Du weißt nicht, was du willst wieder, ne? Wie bei den Mann! Wie in den Möbelhäusern. Ja. Du weißt einfach nicht, was du willst. Auf jeden Fall verquatschen wir uns hier schon mal richtig ordentlich. Ja, das können wir ja ganz Ich würde sagen, das können wir ganz gut. Das war's aber mit dem Dänas Takt für heute. Aber wenn ihr mehr wollt, wie Izzy und ich jetzt hier so ein bisschen verquatschen, da kommt bald ein Format. Ja, ich bin gespannt. Ja. Habt ihr eine Idee, wie das heißen könnte, so, wenn wir hier so heißen? Ne? Das finde ich auch mal. Dänas und Izzy ist hier Kaffeeklatschrunde, aber so ein cooler Name muss es natürlich sein. Ne? Kaffeeklatsch muss es da nicht unbedingt das sein. Das ist halt ein uncooler Name, aber eigentlich ist es das ja. Was weißt ist denn man cool? bräuchte halt so ein cooler Name. Ne? Cooler so Name für Kaffeeklatsch. Izzy, weißt du? Also Coffeeklatsch. So ein Stil von, genau, so, weißt du? Das wäre natürlich klasse. Coffeeklatsch. Das wäre natürlich klasse. Also wenn ihr uns da schon so geholfen habt mit dem Schreibtisch, also mir zumindest. Hat ja ganz gut geklappt, dann könnt ihr jetzt natürlich auch Vorschläge für das Format in die Kommentare schreiben. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt, wenn ihr Ideen habt. Also ihr müsst das natürlich nicht. Ich würde auch nicht sagen, also es ist halt hart, wenn wir jetzt sagen, ihr müsst. Nee, das kann man nicht verlangen. Ah, nee, echt nicht. Aber halt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr. Dann könnt ihr. Ja. Also das ist halt euch überlassen, wäre schon cool. Also ich find's gut. Ich find's auch, ich find's toll. Und also er find's auch nicht schlecht. Wie heißt er? Ja, der heißt Das war's für heute, Idee, das soll mal im Jahr. Nächste Woche geht's dann wieder mit was anderem weiter, wie gesagt. Und schaut dann auch beim neuen Format vorbei. Da müsst ihr auch bei Izzy abonnieren, denn da kommt das Format auch. Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Das war's für Yippie. Heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noch dran. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Oh, das ist gut da drin. Warte, kann man wieder fallen lassen? Ja.